Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Ja, ich habe ein klein wenig vorgearbeitet. Bowser, ja klar. Bowser und Peach-Sektionen sind schon abgeschlossen. In Peach haben wir uns so ein bisschen rumgeschlichen bei Bowser. Der ist in den Bomben Bubus aufgetaucht und mehr war da letzten Endes in diesen Sektionen nicht. Damit ungefähr derjenige weiß, der die Story verfolgt, der die Story kennt, das, was für Sektionen das gerade waren. Ich habe ja gesagt, ich werde die skippen, außer natürlich, es kommt so eine Aktion wie das Bowser Jump'n'Run. Das möchte ich hier irgendwie doch nicht entgehen lassen. Aber wie gesagt, für den Danger Mario Run tun diese zwei Sektionen eigentlich fast gar nichts zur Sache. So. Okay, noch ein Kapitel. Und dann brauche ich mich nicht mehr um die KP zu scheren. Nur noch ein einziges Kapitel. Und mir ist in den beim Rendern was aufgefallen. Was vielleicht auch scheinbar kein von euch aufgefallen ist. So. Da hinten war nämlich noch ein Splitter. Und das ist mir beim Rendern erst aufgefallen. So, das heißt also, wir gehen jetzt zurück, lösen das Juwel quasi ein. Und an sich würde ich sagen, jo, wir können ja, shit, jetzt habe ich gerade ganz vergessen, da nochmal in den Shop da zu gehen. Gibt es da irgendwas Interessantes? Da gibt es das Tarncape, okay. Das Tarncape. Ne, wüsste jetzt nicht, warum ich das Tarncape brauchen sollte. Ne, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ne. Das Tarncape macht uns zwar für drei Züge zu 50% nicht tastbar, aber das bräuchten wir jetzt definitiv nicht, weil das ist zu sehr glücksabhängig, dass das jetzt für uns jetzt relevant wird. Also ich möchte mal ganz kurz gucken, unseren Status. Wir haben eine Lebensversicherung hier noch. Das ist sehr gut. Blumensegen, vielleicht kriegen wir da auch noch mal einen weiteren. Kraft plus P, das brauchen wir erstmal nicht. Wäre aber trotzdem nice, wenn wir das ausrüsten können, damit unser Partner doch ein bisschen was machen kann. Schön, dass wir zweimal Fortuna haben, denn Fortuna halbiert zweimal den Schaden. Also es halbiert den Schaden, den wir erhalten. Also wir erhalten jetzt quasi... ich versuche gerade ein schön passendes Beispiel zu finden. Ja, also wenn wir Schaden bekommen, halbiert das das zweimal hintereinander. Das heißt also, wir kriegen nicht gleich, so gesehen nicht ein... Ja doch, wir kriegen so gesehen ein Viertel Schaden. Aber wir können keinen Schaden auf Null senken. So. Das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, ist, wie es bei ungeraden Zahlen ist. Weil das halbiert zweimal nach und nach. Das heißt also, ich frage mich halt, wenn wir jetzt 5 Schaden bekommen, ob er dann erst macht 2,5, das dann aufrundet, wie es ja normalerweise in dem Spiel ist. Ja, und danach nochmal halbiert. Das heißt also, wir würden dann anstatt 5 2 Schaden bekommen, weil dann bei den 3ern, weil es ja aufgerundet wird auf 3, würden wir dann noch 1,5 und das wäre dann aufgerundet wieder 2. Und wenn wir das nach und nach bekommen, ohne dass er es aufrundet, wären wir trotzdem bei 1 Schaden, weil er abrunden würde. So, was haben wir denn hier so? Dann haben wir die Kriegsspur Dressmann W. Nein, dafür will ich nicht mein Geld ausgeben für den Dressmann W. Der kostet definitiv zu viel. Auch wenn es so eine richtig coole Sache allgemein ist, aber dafür will ich kein Geld ausgeben. Gab es jetzt nichts Neues? Ich will mal kurz in einem Ordengeschäft oben stöbern, ob es da jetzt irgendetwas gibt, was jetzt für uns interessant wäre. Ich bin nur kurz am Überlegen, ob ich, mir den zweiten Kampfeswut schon hole. Aber dafür brauche ich wieder Batzen an Moneten. Andere, was haben wir denn noch so? Kampfeswut P. Ein weiterer tu mir nichts. Nee, dafür gebe ich jetzt erstmal nicht mein Geld aus. Blumensegen. Senke Angriffskraft und weiter. Du bist da. Warte mal.
Ah nee, warte mal, schon gut, schon gut. Ich habe gerade überlegt, was die zwei Orden waren am Ende. Aber dann ist es mir wieder eingefallen. Obwohl der Erstangriff. Wenn du schon Erstangriff besiegt. Das ist an sich ein schöner Orden, wenn man hier irgendwo durch hechten möchte. Damit man nicht andauernd von den kleinen Gegnern angegriffen wird. Der Orden funktioniert bei allen Gegnern, die quasi uns keine Erfahrungspunkte mehr geben. So. Wie sehen wir HP-technisch aus? Bevor ich jetzt hier mich. Ich glaube, wir sind voll geheilt, wa? Ja. Das heißt also, ich fordere den mal heraus, damit er uns. Na dann, komm her. Man kann ihn auch nebenbei im ersten Lauf schon besiegen, wenn man sehr gut ist. So, wir dürfen jetzt theoretisch nicht kämpfen. Würde ich auch machen. Schön einfach mal Show-Einlage machen, dass er uns hier ein bisschen anschwächt. Kupio, du verteidigst dich einfach mal. Stimmt, wir können ja einen Partner aufstufen, aber eigentlich will ich das aufheben. Autsch. Okay, er macht 3 Schaden. Nee. Verteidigen. Das heißt also, wenn er auf Kupio wirft, das ist so ein bisschen blöd abzuschätzen, wo der Speer jetzt genau landet. Zack. Kannst du mal aufhören, auf Kupio zu gehen? Genau. 3 Schaden. Ja klar, unser Orden wirkt noch nicht. Das ist so eine Sache, die ich die ganze Zeit vergesse. Ich muss warten, bis der Orden wirkt. So, jetzt wenn ich verteidigen gehe, dann kriegt Mario auf jeden Fall nicht. Okay. Also wenn er scheinbar einen Speerwurf macht, wird er immer den hinteren angreifen. Na komm, machen wir den Schaden, den ich brauche. Genau. Na, Shy Guy, was machst du? Och nö. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, dann. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen dizzy. Kannst du mal bitte jetzt Mario angreifen? Danke, jetzt können wir kämpfen. So. Taumelst ja schon. Ja, das wusste ich gar nicht, dass er. Ach, okay, da sagt einem, wie man hier aus dem Kampf rauskommt. Aber nö, mein Freund, jetzt geht das erst richtig los. Jetzt darf ich erst kämpfen. Ja, erstmal 6 Schaden ins Gesicht. So, Kupio, du machst mal den Panzerschild. So. Autsch. Na, ich glaube, das besiegen wir mit normalen Attacken. Aber der Typ ist definitiv viel zu riskant. Nein, nein, nein. Oh Gott, ey. Ich hasse dieses Roulette. Zumindest, ich mag es ja, wenn man dann auch mal das kriegt, was man da so haben möchte. Aber jetzt für diesen Run ist es halt beschissen. So. Wir haben unsere BP fast schon wieder geheilt. Das ist sehr gut. Und das war's. Und jetzt machst du dich bitte ab. Dankeschön. Bye bye. So. Gut, dann gehen wir mal kurz das Sternjuwel unten einlösen. Ich weiß, ich könnte jetzt. Wie viel haben wir denn? Mit den Insignien einen Partner aufstufen. Nur das Blöde ist halt, Yoshi lohnt sich noch nicht. Würde ich sagen, es lohnt sich einfach noch nicht, Yoshi aufzustufen. Ich bin sowieso jetzt mal gespannt auf das nächste Kapitel. Denn wir haben in dem nächsten Kapitel so ein kleinen, ja, ein kleines Handicap, so. Okay, ich kann es von hier hinten nicht attackieren. Ich wusste doch, dass hier hinten Sternsplitter ist. Okay, ich bin zu dicht an dem Karton entlang gelaufen. Puh, und ich würde gerne auch in diese Battlezone, sage ich quasi, in den Kampfkeller runter, um mein Inventar zu erweitern.
Das kann nämlich auch sehr gut letzten Endes für uns sein. So. Okay. Ich muss schon sagen, irgendwie der Panzerschild ist schon relativ mächtig. Aber gut, wir hatten bisher noch keine Gegner, die uns den Partner hinten bedrohen. Weil wenn man zweimal Blumensägen drin hat und ein Panzerschild, kann man Mario eigentlich ziemlich gut schützen. Aber ganz ehrlich, wenn dann Partner kommen, die uns, wenn dann Gegner kommen, die unseren Partner bedrohen können, glaube ich, sehen wir da doch ein wenig älter aus. Vor allem, weil Kupio ja die Schwachstelle hat, wenn er von oben attackiert wird, ist er komplett kampfunfähig. So, dann lass uns mal wieder hochgehen, ha? Huh? Oh je, jetzt kommt der Düsterwald. Der Düsterwald nimmt uns irgendwann unsere Partner quasi weg. Was? Say what? Na komm. So, jetzt müssen wir halt nur einen Verbindungsweg finden zum Düsterwald. Wo man hier so ein kleines bisschen rätseln sollte. Also, Düsterwald, Düsterdorf. So. So, mhm. Ja, ich weiß, wo die Röhre ist. Kann, brauchst du mir nicht sagen. So, aber erstmal hier kurz. Mal kurz die Daten hier alle rausnehmen. Okay. Und oben ist noch eine Insignie. Die könnte ich mir, glaube ich, jetzt holen, weil ich ja jetzt Yoshi habe. Ich könnte auch hinter das Haus gehen. Oder reicht für Yoshi. Ne. Falsch. So. Doch, das reicht. Nee, hier war nichts. Obwohl, doch, hier oben ist es. Hier oben ist das. Wartet. Hier war doch eins. Da, sag ich doch. Haha. Meine Güte, kenne ich das Spiel gut. Geh mal her. Ich weiß nicht, ob hier hinten auch noch was war. Ich weiß es nicht mehr, außer da oben jetzt die Insignie. Ich glaube, hier war nur die Insignie. So, und der da. Was machst du denn hier oben eigentlich? Wo ist mein Yoshi? Yoshi? Bleib mal hier oben. Mhm. Ah, der erzählt Geschichten. Nee, danke. Aber trotzdem lieb von dir. Ich glaube, Nagarine können wir nach dem nächsten Kapitel holen. Danke für die Mail. Ich kann mal Spaß dabei gucken, aber ich glaube. Erst nach der nächsten, nach der Düsterwald-Sektion können wir die abholen. Aber ich gucke gerne mal nach. Ja, ja. Achso, ich wollte eigentlich nicht die Einleitung hören, aber gut. Ich brauche nur den... Nein. Okay, dann ab der nächsten Sektion. Weil ich glaube, Nagarine haben sie bisher... Also hatten sie da noch nicht für eine Cutscene geplant, deswegen... Kriegen wir die noch nicht. So. Dann bewegen wir uns mal ganz fix. Ich brauche ja jetzt eh Yoshi, also von daher. Und bevor ich in den Düsterwald gehe, würde ich gerne noch ins Cooperdorf gehen. Und mir ein paar Items da holen. Beziehungsweise würde ich auch gerne mal hier reingehen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig. Hallo, kleine Bu. So. Prämien tauschen. Okay, wir müssen hier noch ein bisschen das erweitern lassen. Da brauchen wir die Premium-Karten. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wo es die gab. Egal. Wenn es mir wieder einfällt, beziehungsweise ich glaube, ich gucke einfach mal nach. Weil ich habe mich mit diesem Casino sehr, sehr wenig beschäftigt. Dennoch würde ich gerne einmal Kampfesrausch quasi nochmal einsacken wollen. Zumindest später, damit
ein klein wenig mehr Schaden machen, weil sonst ist es schon krass, was uns die Gegner manchmal um die Ohren klatschen können. Was ist denn da hinten eigentlich gewesen? Ach, erstmal. Zack, Dankeschön. Den Stein können wir noch nicht aufmachen, glaube ich. Nein. So, da links in die Tür müssten wir. Aber ich würde jetzt das mal gern wissen. Genau. Das war, okay. So, jetzt will ich nur die Sternsplitter. Dankeschön. Appa. Theoretisch könnte ich mich doch eigentlich zurück runterfallen lassen. Ey, cool, ich kann. Kann einen auf Michael Jackson machen. So, dann würde ich sagen, wir bereiten alles vor, damit wir schon mal rübergehen können, dass wir hier. Zick. So, jetzt dann wieder rausgeschmissen. Die Röhre wirft mich wieder raus. Was ich mich jetzt gerade frage, ob jetzt hier die stärkeren Gegner schon sind. Hier unten. Oder noch nicht. Aber ich sehe jetzt gerade da unten keinen. Stimmt, wir betreten jetzt auch mal die Stadt hier von der anderen Seite. Gab es hier hinten was? Ja, gab es. So, dann holen wir mal noch den Rest. Irgendwo war hier noch eine Truhe, genau. Ey. Mit Erweicher senkt die Verteidigung. Könnte ich vielleicht verwenden. Irgendwo. Ich glaube aber nicht hier. Irgendwo war hier auch noch eine Klappe. Nur ich müsste jetzt raten, wo die war. Oder war die da oben? Weil da ist auch so ein Rohr hier noch. Hier hinten war nichts. Da war das da oben. Gut, dann. Appa, hierhin wollte ich. Genau. Obwohl, das wäre Schwachsinn, das mir jetzt schon zu holen. Also, das ist na klar. Die zwei Sachen sind total bescheuert. Aber die hier. Beziehungsweise das hier ist sehr gut. Ich glaube, das hole ich mir noch einmal. Dieser Sirup sorgt dafür einfach, dass wir Blütenpunkte permanent im Kampf regenerieren. Für einen gewissen Zeitraum. Das heißt also, man macht das am Anfang des Kampfes an und hat eigentlich quasi so einen kleinen Buffer und muss nicht sich so sehr auf die Blütenpunkte konzentrieren, dass die einem ausgehen. Aber dafür regeneriert es aber nur zwei, glaube ich, oder auch nur einen. Ich glaube aber zwei waren es pro Zug. Das heißt, man kann gut rausballern, aber man muss halt auch gucken, dass man es nicht übertreibt, weil sonst hilft auch das Item nicht dagegen. Aber es ist halt praktisch, dass man das relativ zu Beginn spielen kann und dann in den folgenden Zügen dann sich nicht mehr so damit beschäftigen muss. So. Gut. Jetzt müssen wir mit dem einen Typen reden, der hier noch. Der aus dem Düsterdorf kommt. Ich weiß auch, wo der ist. So. Wie gesagt, ich versuche jetzt so schnell wie möglich hier alles vorzubereiten für den Düsterwald. So. Düsterwald, Düsterdorf. Ja. Man muss nur irgendwas bei sich tragen, wo sein Name draufsteht. Und dann kann man auch die. Stimmt, ich wollte eigentlich das mal mit anderen Charakteren hier mal ausprobieren. Naja, egal. Ich habe ja nur einen kopierten Spielstand, vielleicht denke ich dran. So. Jetzt würde ich sagen, ich flitze mal ganz fix in das Dorf der Koopas. Um mir noch so einen Hartpanzer zu holen. Einfach um Nummer sicher zu gehen. Um auf Nummer sicher zu gehen. So. Ah, stimmt, hier war ja auch noch eine Insignie. Danke. Dankeschön. Bams. Das
war das Cooperdorf und das ist, der Baum der Bubus, aber ich brauche nur die Röhre erstmal. So, sehr schön. Danke, hallöchen. Items. Wir haben Wutbeam, wir haben noch einen Rachepuff für Tarncape. Also, ein Hartpanzer auf jeden Fall. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Ich glaube, ich kaufe zwei... ich glaube, lagern. Den Superpilz würde ich gerne lagern. Und das Rachepulver. Weil ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es mir was bringt. Gib mir mal zwei von den Hartpanzern. Und jetzt noch das, was wir so übrig haben, auf in Feuerblumen investieren. Okay, gut. Gut, dann hätten wir das auch. Sehr schön. Gut, 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 gut. Das läuft doch schon prima. Das heißt, in der nächsten Folge können wir uns direkt schon, ja, in das Düsterdorf stürzen. Und haben eigentlich quasi all das, was wir so Pi mal Daumen brauchen, relativ fix abgeschlossen. Da könnte ich ein Stachelschild holen, aber nutzt mir leider nichts. Weil wir noch keinen Partner dafür haben, der uns da durchbegleiten kann. Habe leider die Barbara noch nicht. Ich hätte eigentlich gucken können, ob ich genug Punkte habe für einen Blumensegen. Aber gut. So, Yoshi. Aber gut, okay, gut. Ich würde sagen, das war's erstmal von meiner Seite aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid hier im Paper Mario Danger Mario Run. Und bis dahin. Ciao.